Ahoi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um eine neue Reihe, die ich etablieren möchte. Nicht regelmäßig, wie es dann kommt, aus folgendem Grund, dass, wie ihr das im Titel seht, ist es ein US-Drugstore, US-Drogerie-Hall und ab und zu bekomme ich mal was, da wird mir was mitgebracht. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen gesammelt seit ein paar Monaten. Es ist nicht ganz einfach, die Sachen zu bekommen. Das sind die Sachen, die man halt nur direkt in den Staaten bekommt und die mir dann als Geschenke, vielen Dank, ihr lieben Zwerge, mitgebracht werden. Von den Zwergen, von Freunden von den Zwergen, wie auch immer. Ich bin ganz, ganz dankbar für diese tollen Sachen. Und ich würde sagen, wir starten mit einer Sache, die man aber mittlerweile schon hier bekommt. Und zwar Inhaltsstoffe blende ich ein. Der Wet n Wild Primer Serum. Komplex Dingsbums. Hydriert. Riecht komisch. Ja, Lavendel, ne? Ah ja, geht. Ist eine ganz, ganz quirlige Sache. Der soll Poren verschließen. Ich gucke jetzt mal ohne Spiegel in den Spiegel hier. Und man macht es sich doch sehr gerne ins Auge. Also, flüssige Sache. Aber ich habe ihn schon mal ausprobiert und er erfrischt auf jeden Fall. Und er befeuchtet mein Gesicht. Das ist so die für mich jetzt die Vor-Priming-Sache, weil wir gehen natürlich nochmal in den Cookie-Primer rein. Cookie Cosmetics ist jetzt nicht unbedingt Drugstore, glaube ich, aber doch gibt es auch bei Alta, glaube ich. Das ist auch so eine Drogeriekette. Ich bin mir gerade unsicher und ja, da kann man auch hier mit den Dingen reingehen, das ist gut. Der verschließt wie der Toucher oder der von Elf die Poren auch ein bisschen, oder der Lancôme zum Beispiel, mein Lieblingsprimer, richtig gut. Da kann man richtig schön mit arbeiten. Das mache ich jetzt auch mal. Ich finde es toll, dass man Inhaltsstoffe, blende ich auch nochmal ein, hatte ich ja schon mal. Ich wollte den mit euch unbedingt nochmal ausprobieren, um zu gucken, was hier passiert und wie sich das verhält. Ich habe da schon gut mit gearbeitet. Fazit kommt nachher. Auf jeden Fall. So, das mit dem Ding ist jetzt gut hier. Ja, auch hier macht er ein ebenmäßiges Bild, beide zusammen harmonieren. Die habe ich beide zusammen natürlich noch nicht ausprobiert. Ich bin begeistert. Erfrischt beides. Was mir aufgefallen ist, der brennt manchmal. Nass rasieren, der brennt manchmal. Ich denke mal, das ist ja Vitaminkomplex drin, dass da auch eine Art Vitamin C drin ist. Das brennt bei mir immer ein bisschen eine Zeit lang. Und das erfrischt auch. Kann auch Menthol sein, weiß ich jetzt nicht. Wir werden sehen, was da so drin ist. Mit was machen wir weiter? Wir machen mit dem ganz neuen Elf Camo Color Corrector, der diese Woche bei Elf vorletzte Woche rausgekommen ist. Und zwar, wir kennen ja den normalen Camo Concealer. Wir haben jetzt mal ein bisschen vorbereitet von Elf. Das war ja vor Jahren deren Hype-Projekt. Dann kam der Camo Hydration Concealer raus. Und jetzt kommt der Camo Color Correcting raus. Ich brauche das manchmal so ein bisschen, um Sachen abzudunkeln, auszugleichen. Naja, Bartschatten. Und da ist Peach immer ganz nett. Ich nehme, da oben, ja, können wir auch machen, da oben. Egal, zum Test. Oben mache ich es eigentlich nicht so gerne, weil der Eyeshadow hinkommt. Aber gut. Dann sagen wir das mit den Fingern, steht in der Beschreibung drin. Einarbeiten, das tun wir auch.
Wollen wir den Rest auch mal gleich sehen hier. Die Farbe gleicht auf jeden Fall wunderschön aus. Das konnte ich auch im Langzeittest letzten Samstag bemerken. Ne, da waren es mal wieder 12 Stunden. Jo, ach so, hallo. Ich wieder mit dem, ich muss mir das, das habe ich mir wieder angewöhnt hier. Upsala. Color Correcting, Inhaltsstoffe. Wir sind jetzt hier, wir arbeiten uns jetzt hier voran. Das ist richtig Arbeit jetzt hier. Macht aber voll Spaß. So, dann steht in dieser Beschreibung von dem Camo Corrector Concealer, Ausgleichsgerät, dass wir das dann mit einem Concealer, den ich jetzt hier habe, Inhaltsstoffe. Das ist noch deren führender Concealer. Ich mache das immer so. Sollen wir das nämlich hier so ein bisschen einarbeiten? Gut, machen wir. Bartschatten haben wir. Ich habe jetzt ja auch noch einen geschlossenen, weil der schon ein bisschen älter ist, aber der riecht noch gut. Ich denke mal, für diese Demo-Zwecke wird der jetzt erstmal ausreichen. Ich möchte das... Nee, mit den Händen soll man das tun, genau. Das machen wir jetzt auch ganz brav. Siehst du aber, wie viel zu viel hier. Mit einem Concealer-Brush dann nochmal rein, damit es ein bisschen schneller geht hier. So, habe ich jetzt ausgeglichen hier. Das hört sich jetzt an. Ja, ich glaube, das sieht gut aus, ne? Ja, komm mal, da kann ich mich mit auf die Straße trauen. Das haben wir jetzt fertig. So, jetzt geht's hier los. Geprimed. Concealer drauf. CoverGirl Clean Foundation. In der Farbe 110 versiegelt. Ihr seht das. Die ist mir mitgebracht worden. Ich habe gesagt, ich möchte gerne etwas von CoverGirl ausprobieren, was es in Europa nicht so gibt. Auf dem Ladentisch habe ich gekriegt. Jetzt müssen wir damit leben hier. Die Farbe 110 ist bestimmt gut, wenn ich es aufkriege. Das ist jetzt peinlich. Warte. Aufkleber vielleicht abmachen, dann geht's. Gucken. Ja, dann geht's. Ich dachte schon. Ach, das ist auch noch so eine die Haltbarkeitsgeschichte. Oh. Ich habe mal jetzt hier meine Platte hervorgeholt und versuche. So. Diese Foundation Inhaltsstoffe kostet ca. 8 bis 10 Dollar. Und ja, CoverGirl wird da so ein bisschen gehypt in den USA. Und wir werden das jetzt austesten, ob der Hype gerechtfertigt ist. So, hier haben wir. Ich gehe jetzt hier mal so rein mit meinem... Oh ja, Farbe passt ja so ein bisschen, ne? Wie gesagt, das... Die riecht nach Cinnamon, nach Zimt. Okay. Okay. Das ist ja witzig. Gefällt mir. Die gibt es natürlich noch in einer matten Version. Das ist die normale Version. Keine weiteren Informationen. Ich weiß es nicht. Also, die Informationen vor Ort sind auch sehr spartanisch. Deshalb mit dem Ergebnis hier, mit diesen Informationen so leben. Ich möchte noch ein bisschen. Also, ich denke mal nicht, dass die durch ist, also abgelaufen ist. Dann wird sie ja nicht nach Weihnachten riechen. Aber die ist jetzt noch vor Weihnachten.
Also, die ist letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen. Und wie gesagt, huch, wie gesagt, wir werden sehen. Der Auftrag ist nett. Ganz anders als die anderen, finde ich, die ich bis jetzt hatte. Vielleicht irritiert mich auch der Zimtgeruch. Also es ist nur leicht, ne? Aber es riecht voll lecker, voll cool. Also nicht so komisch künstlich und auch nicht so komisch billig oder so. So, mit was wir jetzt das verblenden ist. Auch Drugstore. Ist so schwer zu bekommen. Sonja Kaschuk. Die Schwämme habe ich hier schon mal ausprobiert. Ich habe sie auch noch mal in klein, aber schon länger. Ne? Gibt es auch in klein. Die sind süß. Ja, hier, ne? Kaschuk, Sonja. Der geht auf. Der berühmte Schwamm hier. Ja. Die Farbe habe ich ja von. Gibt es ja, oder gab es mal bei Primark, die gibt es auch mal bei Elf, gibt es die auch. Ja. Ist eine sehr, sehr schöne Applikation, dieser Schwamm. Ich denke mal, war ein Vorreiter der ganzen Geschichte. Und wird auch, ich gehe noch mal hier mit rein. Wird auch sehr gerne kopiert, gehe ich mal von aus. Ja. Also ich finde das bis jetzt sehr, sehr gut. Der Schwamm ist einer der wenigen, der. Ja, auch, weil ich nicht wusste, wie jetzt mit der Foundation ist, auch mal ein bisschen feucht gemacht. Bei dem bleibt ja da bei mir alles auf der Nase. Heute ist es auch, habe ich einen guten Tag, da bleibt es dann auch drauf. Ich denke mal, die Schwämme können wir jetzt hier so. Moment, den einen brauche ich noch. Okay. Foundation ist drauf. Was machen wir dann? Das ist ja jetzt hier ein Full Face. Oh. Okay. Ich bin nochmal dabei mit der Pudergeschichte hier, mit der Geschichte. Das wollten wir ja nochmal, aber habe ich ja gesagt. Will ich nochmal etwas vertiefen von Cookie wieder. Die Pressed Powder Inhaltsstoffe, die Pressed Powder Foundation, also das Puder von denen, finde ich sehr, sehr interessant. Das müssen wir hier nochmal vertiefen. So, und jetzt poliere ich. Dieses Puder mattiert diese Glowy Foundation ein bisschen runter. Ich würde sagen, die war sehr glowy. Ist sie immer noch. Na, aber es mattiert nur leicht runter. Ich finde, das gibt nochmal eine Deckkraft hier, die ich verdammt nochmal sehr gut finde im Moment. Jo, ihr Lieben, das war die Pressed Powder Foundation. Puder Dingsbums. Ich möchte mich jetzt fixieren. Dazu nehme ich mein F. Ja. So. Fixierspray. Damit es noch so ein bisschen. Ja. Sich. Fixiert.
Ihr Lieben, was machen wir dann hier? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Was habe ich noch bekommen? Und zwar vorletztes Jahr hatte ich euch Flower Beauty vorgestellt. Da habe ich ein Blush bekommen. Und zwar diesen hier. Ein Blush. Flower Beauty. Das ist das Label von, oder die Firma, die Make-up-Firma von Drew Barrymore. Hier E.T., ne? Drew Barrymore, drei Engel für Charlie. Und was weiß ich, was sie für Filme gedreht hat. Vita gucken bitte bei Wikipedia. Da hat sie macht jetzt in Make-up so. Und das fand ich furchtbar interessant. Und jetzt habe ich endlich auch mal den Browser dazu bekommen. Flower Heatwave heißt der Browser. Der soll so ganz toll sein. Und jetzt gucken wir mal, ob er wirklich ganz, ganz toll ist. Und zwar möchte ich den mit euch und einer leichten Hand auftragen. Ne? Der kommt jetzt aber nicht in so einer Packung. Das habe ich jetzt, das war aus so einem Aufsteller. Den habe ich mir selber aus dem Laden geholt. Und wie gesagt, den gibt es jetzt so, wie auch immer, keine Ahnung. Ne? Hm. Ja. Oh, der hat Power. Okay. Der hat wirklich Power. Ich verblende den mal ein bisschen. Ja, kann man auch machen, ne? ein bisschen darf ich noch rein. Also der hat wirklich Power. Das wusste ich nicht. Oh, so. Der hat wirklich Power. Das ist auch so ein... Ja, wie viel kosten die Dinger? Es ist jetzt schwer umzurechnen. Diesen hatte ich hier aus Holland. Der war auch in so einem Aufsteller. Bei irgendeinem Drogeriemarkt, ich glaube Amsterdam oder so, da hatte ich den noch bekommen. Der war ausverkauft und der hat zwischen 5 und 10 Euro gekostet. Das wird dieser hier auch, in Dollar, wie auch immer. Und CVS, cool, CVS, da hat man eingekauft. Jetzt sehe ich das auch, CVS, okay. Ja, Drugstore CVS, okay. Ich möchte noch ein bisschen verblenden hier. Mache ich das schon mit 3 Pinseln? Naja. Ja. Boah, ich finde das sehr, sehr schön. Sunkist auf jeden Fall. Ist jetzt so eine Sache. Gefällt mir das nicht. Wir sind bei Blush angekommen. Cookie Blush. Den testen wir mal aus. Ein wunderschöner Blush. Hier ist wieder typisch der... Seht ihr vielleicht so der Elefant drauf? Und auch hier als Prägung. Ist jetzt doof zu sehen, ne? Glaube ich. Der Elefant, das Cookie-Emblem. Ne? Ist hier auf der Pressed Powder Foundation, sieht man das auch, der Elefant. Ne? Das ist so deren Markenzeichen meistens. Und da gehen wir jetzt mit dem Blush-Ding hier. Ich auch mal irgendwie sauber gemacht. So ganz, 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 ganz vorsichtig rein. ja. Mir auch in den helleren. Das peacht sich sehr schön, glaube ich. Ja, so ein Rot-Peach-Dingsbums. Why not? Finde ich richtig cool. Ich verblende das nochmal ein bisschen. Soll ja nicht aussehen wie Neurodermitis, ne? Ausschlag. Also habe ich, ne? Aber nicht jetzt gerade. So. Wow! Sehr, sehr, sehr schön. Coole Sache, coole Sache. Okay, das ist alles Live-Test, ne? Ihr habt gesehen, die Sachen sind vorher nicht angefasst worden. Bis auf das hier. Da komme ich dann gleich zu.
Wir highlighten die ganze Geschichte. Mit, den hatte ich schon mal in meinem Best of Wet n Wild, glaube ich, oder Full Face of Wet n Wild, vor 2-3 Jahren, eines meiner ersten Videos. Ja, da ist ein ganz normaler Highlighter. Zack. Viel zu stark. Ne, also den kriegt man auch, wenn man Glück hat, in einigen Edeka-Filialen, die einen Wet n Wild Aufsteller haben. Da sind die Blasche, wie heißen die Dinger? Hello. Ja, kann ich nicht mehr lesen. Dieses, ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Peach, also so ein roséfarbener, die haben 3 Töne davon, roséfarbener und ein silberner oder heller Highlighter ist da drinne. Kann man auch als Blush-Topper nehmen. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. So, der ich finde das gut. Das ist ausreichend, würde ich sagen. Was machen wir jetzt noch? Für die Lippen und die Wimpern habe ich jetzt so nichts. Die mache ich mal eben fertig, dann komme ich gleich wieder. Da bin ich wieder. Kimchi mit einem schnellen, flotten Auftrag. Die Kimchi Curl Mascara und Lippen habe ich den Niki Tutorials, Nimjay Lipgloss genommen, den ich so toll finde. Ich habe nur einen, den habe ich genommen. Wow. Ja. Und ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja. Ja, das war's. Und jetzt kommen wir zum Resümee. Ich fange an. Wo sind wir mit angefangen? Mit den Primers hier. Genau, mit den Primer. Beiden. Also, ob der jetzt wirklich was tut hier, weiß ich nicht. Dafür ist er also flüssig. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er Poren verschließt. Das macht der auf jeden Fall. Der Cookie Primer, das ist halt eine Paste. Der verschließt es. So, das wollte ich jetzt nochmal hier sagen. Der verschließt es, ja. Das. Dann kommen wir hier zu dem Camo Color Correcting. Wenn man ein Ölhäutchen ist, nicht so wie ich Trockenhäutchen, dann kann man den benutzen. Nein, ich nicht. Ich habe das jetzt das zweite Mal und jetzt fängt es schon an zu greasen. Das kann man vergessen. Egal welchen Concealer. Oder überhaupt, ich hatte Samstag keinen Concealer drüber, sondern nur den, ganz, 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 ganz leicht als Color Correcting. Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Clinique Corrector oder was weiß ich. Habe ich noch einen anderen Corrector? Weiß ich nicht. Der ist von der Farbe ganz, ganz toll. Im Rest des Gesichts schon, aber nicht unter den Augen. Bei mir. Der setzt sich in die Falten, das sieht nicht schön aus jetzt gerade. Das sieht richtig, also ich sag mal, schäbig aus. Durchgefallen. Tut mir leid, ist halt so. Ja, der Concealer, der Camo Concealer, ein Klassiker, ist okay. Kann man machen. Ne, der normale geht bei mir halt nicht so gut. Geht auch, aber nicht so gut. So, wir gehen weiter zur Foundation. Die Foundation gefällt mir einfach sehr, sehr, sehr gut. Die ist fantastisch. Die macht ein so schönes Hautbild. Auch was drauf liegt auf der Haut. Sieht so, so schön aus. Die ist nicht maskenhaft. Ich habe jetzt ja auch nicht so viel aufgetragen. Bisschen mehr schon, um zu gucken, ob sie maskenhaft wird. Also ich finde sie nicht maskenhaft. Sie setzt sich nirgendwo komisch rein. Sie ist eine der... Im Moment, ich habe noch keinen Longzeittest gemacht. Eine der besten Drugstore Foundation, die ich... bis jetzt hatte von einer unbekannten Firma. Kleiner Stromausfall. Catrice Tinted Serum Moisturizer. Die fand ich ja auch sehr, sehr gut. Aber diese deckt mehr. Die deckt mehr. Die ist. Hat eine mehr Coverage.
macht das sehr, sehr smoothie, sehr glättet auch. Also, wobei die, ja, eher so eine Pflegegeschichte ist. Wie auch immer, werden wir das sehen. Dann natürlich der die Pressed Powder Foundation von Cookie. Als Puder, fantastisch. Macht nochmal, glättet nochmal, gleicht nochmal aus, mattiert nochmal, nimmt nochmal so Unebenheiten weg. Sehr, sehr, sehr schön. Der Flower Beauty Heatwave Browser gefällt mir richtig gut. Der rockt hier. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Eine schöne Geschichte. Ein ganz schöner Oschi. Der Cookie Blush in der Farbe Matt Finish. In der Farbe, nein. Tender. Tender. Mit diesem tollen Elefanten als Prägung. Also das Markenzeichen von denen. Gefällt mir sehr gut. Sind ja mehrere Farben, wenn man möchte, drin. So ein bisschen peachy. Gefällt mir richtig gut. Und noch was ganz anderes. Ja, was haben wir noch? Der Highlighter von Wet n Wild, ein Klassiker natürlich. Der besonders, man kann das auch mischen. Dann hat man so einen Rosé-Highlighter. Also das ist eine schöne Geschichte für, was kostet das Ding? 6-7 Euro. Da kriegt man mittlerweile auch schon in der Drogerie, beziehungsweise bei Edeka. Da habe ich es her. Oder gesehen. Hab ich es daher? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Klassiker natürlich dann hier, das Elf, Coco Setting Mist, ne, also sehr, sehr nett. Habe ich da schon gesagt, Inhaltsstoffe, mache ich sonst? Sonst schneiden wir es raus. Ihr Lieben, dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, so gesehen, wie gesagt, es gefällt mir richtig gut, da habe ich nicht mit gerechnet, dass wir kommen mal auf das Herzstück der ganzen Sache zurück, dass die CoverGirl Clean Foundation, der Burner ist hier. Das gefällt mir richtig gut. Wir testen das weiter aus. Ich freue mich auf weitere Drogerie-Videos aus den USA. Wie ich es nenne, weiß ich noch nicht. Werden wir gucken. auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Gesundheit. Bleibt fit und stabil, ihr Lieben. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Euer Alex. Tschö.